Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier mitten im Kampf im Museum der Freiheit. Und ich habe keine Ahnung. Kuva, jawohl. Ja, toll. Das ist ja eine hervorragende... wir gehen mal zurück. Also mit dem Wettsystem zielen ist zwar eine schöne Sache, aber auf die Entfernung treffen wir offensichtlich nicht. Huch. Hallo, schöne Dame. Hi zusammen. Erstmal nachladen. So. Aha. Jetzt weiß ich auch, wie die Taschenlampe geht. Tab einfach länger gedrückt halten. Und dann kriegen wir die Taschenlampe an oder eben aus. So, wir müssen hier weiter. Ich muss irgendwie einen Weg... da ist eine Treppe. Einen Weg nach oben finden. Da scheint ein Weg nach oben zu sein. Schnell nach oben. Ich habe schon in der Pause mal schnell... mir was reingeworfen, was gefuttert, weil mich hat es ja doch ein bisschen angegriffen. Oh, da ist direkt über uns. Schnell in den Eingang. Hier, okay. Das war ein Gold. Jetzt den treffe ich doch aber. So. Und annehmen. Bonn. Guten Flug, mein Freund. So. Noch einer da? Tasse. Okay, hier kommen wir ja her. Hier kommen wir nicht raus. Ich würde gerne den Typen da unten looten. Da müsste ich aber jetzt nochmal runterrennen. Ich denke, ja, wir müssen eh auf demselben Weg raus. Insofern passt das schon. Hier haben wir noch einen Raider. Den ziehen wir auch nackig aus. Alles, was man kriegt, kann man ja mitverwenden. Ich sag's dem Mann. Lass uns verdammt nochmal looten. Sonst werden wir noch erschossen. Ach, Scheiße! Nein! Dumm, dass das Teil nur einen Schuss hat. Gut gemacht, Doc Meat. Na, hör auf mich zu schießen. Und hör auf meinen Hund zu schießen. So. Okay, gut gemacht. Was haben wir denn hier? Billardkü, Harnisch und Leder. Patronen. Können wir das Ding nehmen? Nein. Erstmal nachladen. Amerikas Freiheitskämpfer aktivieren. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer und tapferen Männer der Frauen und Frauen der US-Streitkräfte von Lexington und Concord bis zur Küste Iowas, vom Meer Tarinquilidil, keine Ahnung, bis zur Anchorage Front haben die Amerikaner im Laufe der Zeiten für die Freiheit unserer Nation gekämpft und ihr Leben gegeben. Mögen uns ihre Opfer daran erinnern, dass Freiheit ein Privileg vieler ist. Das nur, das von einigen wenigen gewonnen wurde. Okay. Wir sehen ja hier im Museum der Freiheit. Ja, größtenteils. Ja, Zweiter Weltkrieg. Das sagt mir jetzt nichts. Raumkämpfe sind mir neu. Und eine Powerrüstung. Ein Gem-Kühlbox. Ein bisschen Psycho drin. Okay. Hey, mein Freund. Impro-Pistole, Lederrüstung, Sackkapuze und Lederkombi. Alles meins. So, schauen wir mal. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und das wird sicher lustig. Lass los, pack mich nicht. Au. Hör auf, mich zu hauen. So. Ich könnte ja natürlich auch einfach mal wechseln hier auf die Knarre. Also dieses Laserding, das gefällt mir überhaupt nicht. So, den machen wir nackig. Wo ist der andere gelandet? Hier. Alles klar. Was haben wir denn hier hinten noch liegen? Ein Schreibtisch. Ein bisschen Munition. Muni kann ich immer gut gebrauchen. Coca-Cola. Ein paar Anerkennungsmarken. Okay. Klebeband. Sonst scheint es hier nicht viel zu geben. Außer ein paar Nackte. Was die hier machen hier. Aber ehrlich. Nudismus im Ödland. Habe ich da gerade einen Schädel eingesammelt? Okay. Geht's hier wieder runter oder komme ich daher? Ich glaube, da komme ich her. Hier geht's lang. Ah, da hinten sind ein paar. Okay. Scheint alles gut zu sein. Ja.
Ja, die können froh sein, dass ich gerade angekommen bin. Die können froh sein, dass ich gerade zur Verfügung war und stand. So, was haben wir hier? Noch einen Seesack. Kurzes Impro-Gewehr. Ein paar Waffen haben wir mittlerweile gefunden. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Die Welt hat sich sehr verändert. Es ergibt alles keinen Sinn. Alles in Ordnung? Also, wir brauchen deine Hilfe. Und dann können wir vielleicht dir helfen. Was hat dich hierher geführt? Mein Baby Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Was für eine Scheiße. Tut mir leid. Ich weiß, wie diese Welt sein kann. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Was sind Ghule? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Vielleicht. Aber es sind trotzdem Menschen. Nee. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, Gottverdammt. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Mhm, und ja? Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihr. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Oh, eine Powerrüstung, geil. Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standardfusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, kommen wo man nicht eine in findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Natürlich haben wir nicht diesen Fusionskern. Beschaff dir einen Fusionskern, setz den Fusionskern in die Powerrüstung ein. Ich dachte, wir hätten einen gesammelt. Warum hat er das gesagt? Habe ich gelogen jetzt gerade? Entschuldigung. Beeil dich. Jojo. Wenn die nochmal hey, angreifen, Sturges. Kann ich sie nicht aufhalten. Schau mich nicht an, Neue. Ich repariere nur Sachen. Aha. Robo-Kofan. Ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von Roboco Fun, das enthält das Holospiel Atomic Command. Nehmen wir natürlich mit. Ja, ein paar Minigames haben sie auch eingebaut, offensichtlich. Hey Mama. Mama Murphy. Wen hat Dogmeat uns denn da gebracht? Ja, Dogmeat, mein Wauwau. Er ist also dein Hund. Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Aha. Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Okay.
Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Ja, das, was gerade ist, das kann ich auch sehen. Gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist wütend. Ja. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen, bitte. Ich sehe mehr. Oh, das ist so schrecklich, Kind. Klauen und Zähne und Hörner. Das Angesicht des Todes. Mehr schaffe ich nicht. Das ist alles. Jetzt brauche ich Ruhe. Und du hast einen Auftrag zu erledigen. Okay. Klingt auf jeden Fall wie eine Todeskralle. Und wenn das der Fall sein sollte, wäre die Powerrüstung vielleicht gar keine dumme Idee. So. Hey, Marcy. Alles klar? Was ist los? Kommen wir jetzt hier raus? Oh, warte, Wackelpuppe. Nein. Bingo. Durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um eins erhöht. Spitze! So, wir können natürlich noch ein bisschen hier heranzoomen und sie uns ein bisschen angucken. Oh, guck mal, die ist aus unserer Vault. Enter. Nehmen. Nein. Alles klar, Kumpel? Mister? Okay, warum? Warum? Das ist nicht fair. Ist ja gut. Alles ist gut. Alles ist bestens. Alles ist schön. Oder auch nicht. So, gut. Wir sollten vielleicht doch erstmal runter in den Keller und uns diese komische, ja, Dingeszub besorgen. Ihr wisst schon, diese Fusionszelle für die Dingens, weil ich glaube, die habe ich nicht. Ich habe nur gelogen, glaube ich. Oder habe ich die doch? Ich weiß es nicht. Deswegen gehen wir mal runter. Und gucken mal, was wir da finden. So, hier drin müsste dann sein. Alles klar. Okay. Was ist das denn für eine Tür? Oh, okay. Also der Originalgang. So. Sicherheitstor entsperren oder Computerterminal hacken. Wir probieren beides mal. Gibt ja alles XP. Bonus, Clues, Passwort erforderlich. Bist du gleich fertig hier? Achso, ich kann Maustaste und dann geht das auch. So, dann schauen wir mal. Machen wir mal Notes. Treffer 2. Also N und S. Bonus? Ja. Aha. War Bonus gar nicht mal so schlecht. Sicherheitstor entriegeln. So, entriegele. Tab verlassen. Öffnen. Fusionskern nehmen. Setze den Fusionskern in die Powerrüstung ein. So. Ich sollte mal was essen und ich sollte mir vielleicht auch ganz stark mal was aufs Mittel oder auf die Ausrüstung hauen. Denn die Boy Äpfel, Fleisch und Bohnen, Fliege, Medex. Schadensresistenz für 25 Sekunden. Minuten, aha, okay. Mutabeere. Nuka-Cola, Psycho-Jet, Stimpaks, haben wir nicht so viele. Russische Eier. Ich nehme mal die russischen Eier. Ja, man wird halt mit allem ein bisschen verstrahlt. Radex, kriegen wir das Zeug wieder weg. Strahlung widerstehen. Ach ne, dein Rad-X nicht. Wie hieß denn das andere, mit dem man die Strahlung wegkriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. So ähnlich halt. Haben wir aber scheinbar noch nicht. So, gegrillte Kakerlake. Nehme ich auch mal. So. Okay. Nuka-Cola, Springmesser, Schädelteil, Leguanbissen. Sehr schön, danke. Ich hoffe mal, die Verstrahlung nimmt von alleine irgendwann ab. Wäre nicht schlecht.
Oh, Schrotpatronen. Den Schrot haben wir jetzt selber noch nicht. Klemmblatt, Klemmblatt. Hallo, ich habe ein Klemmblatt. Einen Schlaubenschlüssel. Und dann gehen wir mal hier Lübel. Hier drüben mussten wir auch schon gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob wir alles durchgeguckt haben. Deswegen schauen wir nochmal. Wie gesagt, looten, looten, looten. Ich bin Looter geil. Ich bin Looter geil. Ja, hier waren wir offensichtlich wirklich schon. Ich hätte jetzt, glaube ich, die Treppe außenrum nehmen können, aber ja, okay. So. Okay. Also hier oben habe ich, glaube ich, alles abgefarmt. Wow, schreck mich nicht, Dogmeat. Dogmeat übersetzt halt Hundefleisch. Netter Name für einen Hund. So, ich gehe dann mal weiter, ne? Preston. Mama. Der hat immer noch durchgeknallt, ne? Ja, die Hose hat er zu. Das klang jetzt nicht wie, ja, ihr wisst schon. Kommen wir jetzt hier raus? Ja, ich arbeite dran. Lass mir doch mal ein bisschen Zeit. So, Schlosshammer, Plastikschale. Okay. Aktenschrank. Hier waren wir schon. Ist alles krank. Ein alter Vorkriegsveteran. Oder was auch immer das ist. So. Und dann geht's mal rein hier. Ab ins Commonwealth. Also sprich aufs Dach hinauf. Commonwealth ist ja offensichtlich die Gegend, wo wir momentan hier im Ödland uns befinden. Da ist tatsächlich eine alte Powerrüstung. Cool. So. Sturmfahrzeug, Superkleber, Schraubenzieher. Lock, Michael Daly habe ich genommen. Warte mal, wir gehen mal ab. Ich hätte es auch gleich Wiedergaben gegeben können. Daten. Wenn die Freiheit ruft. Werkstätten, Statistiken. Wo war denn das? Rocket-Gaststätte, okay. Statistik. Irgendwo könnte man das Zeug doch. Mods, Munition. Nein, Schrott. Ach, genau, das Klemmbett, Labor, Schraubenzieher, Tischventilator. Nee, diverses. Krocknack der Barbar, Wahrnehmungs Wackelpuppe, verbranntes Lifestyle. Ich muss dran denken, nicht gleich I zu drücken und einfach alles einzusammeln. Atomic Command. Könnten wir wahrscheinlich auch auf dem Pip-Boy spielen. Melone. Kleidung, Waffen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das ist. So, Aufgaben, Werkstätten, Statistiken. Nein, ist jetzt auch egal. Komm, dann machen wir halt weiter. Ein Hedogemiet, alles klar. So, das hätten wir. Das Teil haben wir gesammelt, aber ja, war Blödsinn. So, dann hätten wir hier die Powerrüstung. T7 Torso. Rechts, Transfer, Eingabehelm. Hallo. Ich gucke nochmal schnell in den Wirtibird. Na, da haben wir ja auch die Minigun. Okay. Jetzt geht's los. Oh, das ist nicht so schön. Dann sollte ich mich vielleicht mal beeilen. Bumm. So. Eingabe. Abgeschlossen, legt die Powerrüstung an. So, okay. Powerrüstungen reduzieren den Schaden durch Gegnerangriffe und verhindern Schaden durch Stürze. Das nehmen wir mit. Hier oben ist jemand. So, okay. Ja, genau. Hier oben bin ich. Und ja, jetzt brauche ich nicht mal den Pip-Boy aufrufen. Die Powerrüstung hat ihr eigenes. Ja, sehr schön. Ich muss natürlich erst einmal Waffen. Doppelläusige Schrotwinde. Doppelrevolvergewehr. Nein. Minigun. Haben wir direkt aktiviert. Ist ja cool. Na dann. Hallo, mein Freund. Oh. Uah, hier soll ich auf Dogmeat zielen. Ich dachte, wie kommt er jetzt hier hoch? Ja, ich suche dich noch da. Wie viel Munition habe ich da? Steht sie. Ja, die hält aber verdammt wenig aus hier. Boing. So, okay. Ah, komm her, ja. Der ist hin. Noch jemand? Da. Warte,
Meine schöne Power-Rüstung, nicht alles kaputt machen. Und es ist Schwierigkeit. Pfeife geht aus, ein Feuer raus. Kann ich jetzt nicht löschen. Stimpack für Dogmeat. Ach komm. Ja. Pass auf, was du machst, Junge. So. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo nicht, wo mein Leben angezeigt wird, aber das wird schon hinhauen. Ach, da unten die HP. Ja, nee, ich warte auch. Wo bist du denn? Ich glaube, ich muss mal die Treppe wieder runter. Von hier oben. Ja, ich gehe jetzt runter. Ich hole mir die Typen unten. Geht scheinbar ein bisschen besser. So. Okay. Tür auf. Ins Museum der Freiheit rein. Ich hätte vielleicht auch einfach runterspringen können. Aber, ja, muss ja nicht sein. So, so, so. Wir laufen. Wir können ja mal gucken, was hier aussieht. So geht's runter und hopp. Bom. Knallt ganz schön. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Und dann raus zur Tür. So, meine Freunde. Und die erledigen wir in der nächsten Folge, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis denn. Tschüss.